Es ist wieder soweit. Es geht mit Boruto weiter. Dieses Mal mit der Shonen Re-Examination Arc und 4 Filler-Folgen. Die Shonen-Auswahlprüfung fängt mal wieder mit den theoretischen Tests an. Jeder schummelt mal wieder so ein bisschen heimlich, nur der eine muss halt komplett übertreiben und lässt seine Puppe schreiben, während er oben auf der Decke die Lösungen im Buch liest. Noch offensichtlicher als das Sensei für die Otonins Orochimaru war. Naja, Hauptsache alle wichtigen Teams bestehen. Und weil Boruto durch den Otsutsuki-Vorfall bekannter geworden ist, hat er mit Kaito seinen ersten Konkurrenten. Von Naruto noch eine Streicheleinheit bekommen, weil er Kurama ja nicht mehr streicheln kann. Und am nächsten Tag geht's los mit dem Wald des Schreckens. Nur muss man hier keine zweite Schriftrolle von einem gegnerischen Team abziehen, sondern eine Person in Not retten, wofür man nur 45 Minuten Zeit hat und nicht für jede eine Person da ist. Die ersten Frühstarter werden instant verschlungen, die wichtigen Charaktere, außer Metal Lee, kommen alle durch, auch wenn Mirai es Sarada nicht leicht macht und Boruto von Kaito abgefangen wird, der selbst fast stirbt und von Boruto gerettet werden muss. Dabei traf Boruto noch wie Naruto damals auf eine Riesenschlange, nur dass Boruto sich diese zum Freund macht und Sarada hat wie Sasuke eine Verwandlung durchschaut. Nächste Runde, Einzelkämpfe. Aber bevor man weiß, wer der Gegner sein wird, sollen sich die Teilnehmer noch einen Tag lang darauf vorbereiten und trainieren. Dabei verbringt jeder die Zeit etwas anders. Team 7 trainiert, Denki lernt vom Wissenschaftler, Chocho frisst wieder und spielt am Abend etwas Sumo-Ringer und Wasabi trainiert auch mit Tsubaki, die eine Nachricht bekommt, dass sie wieder zurück nach Hause darf, was sie auch direkt nach der Prüfung machen will. Finden die anderen beiden nicht so cool. Mit IWAB haben die jetzt gerade aber eh etwas Streit an der Backe und damit etwas Ablenkung. Ein netter Ratschlag von Sasuke hier. Kakashi Junior auf Wish fühlt sich wie in einem Naruto Shippuden Opening und schon kann es losgehen. Nur sind jetzt auch schon die Peaky Blinders wieder am Start und haben Bock, wieder einmal die Shonen-Auswahlprüfung ein bisschen zu crashen. Die allerdings direkt Himawaris Kindergartenteam auffallen und von zwei beschattet werden. Also müssen jetzt noch Boruto und Mitsuki die Sidequest von Himawari regeln, bevor die Shonen-Prüfung für die weitergeht. Und ja, die Bewohner Konoas sind genauso begeistert von Boruto wie ich. Das Stadion ist randvoll. Alle Plätze komplett ausgebucht. Aber dass keiner gekommen ist, passt auch besser für Inujin. Der darf nämlich in der ersten Runde gegen den Kakashi-Cosplayer Hoki ran, wo er erstmal ein paar Farbbomben platzen lässt, bis Hoki das ganze Stadion mit Felsen füllt und sich so einen Heimvorteil gönnt, weil er sich alles sofort merkt. Ino guckt beim Kampf auch gespannt zu, bei dem sie scheinbar die ganze Zeit nur die Arena von oben anstarrt. Da hat sich das ESPN Plus Abo aber richtig gelohnt. Und apropos Ino, Inujin versucht es jetzt auch noch mit ihrer Technik. Erst Hoki in eine Falle locken und schon wurde er mit einem Anbu-Verteidigungsmove ausgekontert. Bei der Sidequest wird Amado entführt, Boruto und Mitsuki lassen sich aber nicht abschütteln und springen auf Thomas die Lokomotive. Und das nächste Paar ist IWABE gegen Wasabi. Bevor die kämpfen, kriegt Wasabi aber noch eine Schriftrolle von ihrer Oma in die Hände gedrückt mit der wohl stärksten Katze des Clans. Das Stadion ist immer noch bis zum Rand gefüllt. Shinki und seine Truppe kommen auch noch dazu, bereuen das aber wahrscheinlich direkt wieder, nachdem sie gesehen haben, was für ein Kampf die da zu sehen bekommen. Eigentlich streiten die sich dann nur, dass Wasabi gar nicht Hokage werden will, anders als das, was ihre Eltern von ihr erwarten. For real, das ist eigentlich der ganze Kampf. Dann kommt nur noch die alte Schriftrolle, die von Wasabi genutzt wird, nachdem IWABE sie noch ein bisschen mit einer riesen Steinkatze motivieren wollte und dabei sein ganzes Chakra aufgebraucht hat und deshalb von Wasabi mit der Schriftrolle und damit ihrer Susanoo-Katze gerettet werden musste. Deswegen hat Wasabi gewonnen. Ja, ohne Scheiß, das ist halt wirklich der ganze Kampf. Ich verarsche euch nicht. Bei Boruto und Mitsuki ist der Zug irgendwo angekommen, wo die Suche weitergeht. Und als nächstes kämpfen Sarada und Chocho gegeneinander. Kawaki findet die Kämpfe genauso mies wie jeder andere eigentlich auch und will von da abhauen, wird dann aber von Shinki davon abgehalten, der wohl echt auf Folter steht. Kawaki kurz auf den Boden schicken und schon ist er überredet. Sarada kann ihren Kampf auch erstmal nicht richtig ernst nehmen, da die beiden ja Freunde sind. Und sie gegen Chocho kämpft. Was Chocho aber nicht möchte. Also erstmal wieder mehr reden als kämpfen, bis Sarada dann auch mal ernst macht. Sarada haut jetzt ein Chidori raus und Chocho das Diät-Jutsu. Und nach dem letzten Aufprall gewinnt Sarada das Match. Chocho ist jetzt auch nicht böse auf Sarada, nur ein bisschen traurig. Also nichts, was ich mit einer Tüte Chips nicht wieder regeln lassen würde. Boruto und Mitsuki hatten bisher extrem viel Glück, dass die bisher noch gar nicht dran waren. Immerhin sind sie noch mit der Sidequest beschäftigt, in welcher sie den Entführer als Austausch für Amado eine Briefbombe schenken und jetzt ganz schnell nach Konoha joggen, ohne dass irgendwie Zeit vergangen ist. Vergesst mal Rock Lees oder Geistgeschwindigkeit,
Die beiden sind eindeutig die schnellsten Charaktere aus diesem Universum. Und die nächste Paarung ist ausgerechnet Boruto gegen Mizuki. Nur kommen die wohl 10 Sekunden zu spät und sind deswegen disqualifiziert. Als ob man das Match von den beiden Fehlenden nicht eins aufschieben kann. Oder bis einer kommt, immerhin fehlen ja genau die beiden und ein Match ist ja noch vor denen da. Oder halt jetzt direkt nach denen. Naja, dann treffen jetzt eben Tsubaki und Denki aufeinander. Wobei Denki sich auch komplett nur auf Ninja-Werkzeuge stützt, was in der letzten Shunin-Prüfung zur Disqualifikation von Boruto geführt hat. Hier ist es aber okay, weil er ein komplettes Exoskelett hat und das halt irgendwie eine Waffe ist wie ein Schwert. Nur eigentlich ja komplett anders, weil er absolut gar nichts mehr machen muss, sondern der Roboter komplett alles macht. Also immer noch genau das, weswegen die Ninja-Werkzeuge verboten wurden. Man könnte da einfach einen Wurm reinpacken und der würde genauso kämpfen wie Denki. Aber auch erstmal egal, ob Denki jetzt plötzlich Gum-Gum-Kräfte nutzt oder Feuerbälle schießen kann, die Tsubaki Kinemon-mäßig zerschneidet. Die übernimmt trotzdem die Führung, schaltet den Sensor aus, wodurch Denki jetzt noch schlimmer dran ist als ein Carpador, da er nicht nur komplett hilflos ist, sondern überhitzt sein Ding noch, aus dem er noch rechtzeitig rauskommen kann. Und plötzlich wirklich etwas drauf hat und so sogar gewinnen kann. Alle 4, die gewonnen haben, sind jetzt einfach offiziell Shunin geworden. Und Tsubaki bleibt doch in Konoha. Ja, nach so einer Niederlage würde ich mich auch nicht mehr nach Hause trauen. Einfach nach diesem Kampf zur Lachnummer des ganzen Dorfes geworden. Ach ja, und Boruto will mit Mizuki sein Match nachholen, nur dass wir das halt leider nicht sehen. Da Sarada jetzt aber Shunin ist, wird Team 7 bald nicht mehr von Konohamaru angeführt werden, sondern wird es nur noch ein Dreierteam sein, angeführt von Sarada. Gemeinsam auf eine letzte Mission zu gehen, geht jetzt irgendwie auch erstmal nicht, weil Konohamaru mit Mirai auf eine Mission ist. Oh, Mirai ist ja schon wieder zurück. Die wurde vergiftet und hat es gerade noch so zurückgeschafft. Konohamaru ist noch ein bisschen beim Feind und führt Verhandlungen mit feindlichen Fäusten. Dabei ist der Gegner ein gefürchteter Feind aus dem Bingo-Burg, um den sich jetzt das neue Team 7 kümmern will. Bisschen Ablenkung hier, bisschen Nebel da und schon sind alle wieder frei. Bleibt noch der Boss und seine Gang, die genauso problemlos fertig gemacht werden. Der Boss kriegt jetzt sogar einen Boost-Rasengan von Konohamaru direkt in die Fresse. Alles wieder gut, sind die 4 ab heute jetzt wirklich offiziell Shunin. Kawaki soll auch ein Shinobi werden. Um einer zu werden, muss er aber erstmal zeigen, was er drauf hat, indem er bei ein paar D-Rang-Missionen mithilft. Erst bei Team Denki ein Panda fangen, wo er nur schläft. Immerhin denkt er, dass seine eigene Stärke mehr als genug ist und er keine Freunde braucht. Beim Einfangen eines kleinen Jungen mit Team Wasabi hat er etwas übertrieben, indem er ihn mit seiner Hand Angst eingejagt hat. Okay. Vielleicht ist er einfach nur mit diesen D-Rang-Missionen unterfordert. Dann gibt's eben eine Escort-C-Rang-Mission mit Chocho und Shikadai. Erst hat Kawaki keinen Bock drauf, doch dann merkt er, dass er für seine Mission ja Geld bekommt. Und schon ist er voll dabei. Und so langsam versteht er auch das ganze Prinzip von Freundschaft und so. Die Eskorte wird wohl auch keine entspannte C-Rang-Mission, weil der Eskortierende etwas geflunkert hat und zusammen mit seinen Freunden gejagt wird. Und er der Letzte ist, der noch nicht gefangen und umgebracht wurde. Immerhin ist das eine spannendere Mission, als Team 7 die Kühe eskortieren dürfen. Team Shikadai wird aufgespürt, die Kiste vom Kunden wird von einem geklaut, während ein anderer versucht, mit seinem Blut Chocho gegen die anderen aufzuhetzen, was voll nach hinten losgeht. Der haut so viel Blut von sich raus, dass es quasi regnet, was die anderen aber mit einem Kunai abwehren können. Das nenne ich mal Skill. Und auch heftig, wie viel Blut der Bruder hat. Chocho wird verletzt, der Typ ausgenockt und gefesselt. Jetzt kommt die echte Geschichte raus. Der Junge und seine Freunde haben ein Gegenmittel für eine Krankheit gefunden, was der Feudalherr nicht so gut findet, da dieser ein Monopol dafür haben will. Deswegen wurden die ganzen jetzt auch gejagt, getötet und das Gegenmittel von denen abgezogen. Grund genug, um für Kawaki dem Jungen zu helfen, auch wenn Shikadai es für etwas zu gefährlich hält. Und Chocho da ja auch noch so halbtot auf dem Boden rumliegt. Kawaki läuft weiter, Shikadai geht mit Chocho zurück und der gefesselte Typ verhungert da jetzt wohl oder so. Team 7 hat ihre Kuhmission erfolgreich absolviert und bekommt sofort einen neuen Auftrag, unterstützt Team Shikadai. Boruto, dieses Schlitzohr, hatte aber schon am Anfang ein echt mieses Gefühl und sind direkt zur Hilfe geeilt, während Mizuki die Mission alleine durchgeführt hat. Eine mindestens S-Rang-Mission alleine durchgezogen. Mizuki einfach bester Mann. Kawaki hat übrigens so ein bisschen verkackt. Klar, die haben den Typen eingeholt und ihn ein bisschen die Presse poliert, die Medizin zurückgeholt. Allerdings war Kawaki etwas unvorsichtig und musste vom Jungen beschützt werden, was ihn leicht verletzt hat.
Boruto und Shikadai kommen dazu, damit Kawaki noch ein bisschen Frust rauslassen kann. Und dann gibt's auch noch die letzten Worte des Jungen und damit die letzte Mission von ihm. Den lassen die jetzt einfach im ewigen Schlaf da rumliegen und bringen die Mission zu Ende. Paar Hindernisse verprügeln, den Lehrer treffen, der irgendwie nur noch diesem einen Jungen fragt und nicht nach irgendeinem der anderen, die auch alle verstorben sind. Er trauert sogar nur über ihn. Medizin und Geld rüberwachsen lassen und dann geht's mit einer Erkenntnis im Regen wieder nach Hause. Chocho ist auch wieder wohlauf und sorgt natürlich direkt wieder für einen Kalorienüberschuss und bei Sonnenuntergang kriegt Kawaki von Naruto mit, dass er den Test bestanden hat und jetzt ein vollwertiger Shinobi ist. Tsubaki träumt von einer alten Trainingssession und löst bei einem traumatisierten Opfer ein bisschen Panik aus. Der nächste Hinweis ist abgeschnittener Bambus, was Tsubaki wieder an ihren alten Mitschüler erinnert, welcher neben Mifune und Mihawk der beste Schwertkämpfer sein soll. Aber wohl leider auch ein bisschen durch im Kopf ist, auf der Suche immer mächtiger zu werden. Kurz die Banditen täuschen und schon steht man ihm gegenüber, der buff as fuck wurde. Er schneidet Tsubaki jetzt ein ganz klein wenig, ohne dass sie sich wehrt und wird fürs Erste in Sicherheit gebracht. Sie will sich eigentlich gar nicht gegen ihn wehren, weil es ihre Schuld ist, dass er so geworden ist, wie er jetzt halt ist. Immerhin hat sie gegen ihn in einem Turnier durch Glück und einem unbrechbaren Willen gewonnen, was ihn dann irgendwie seitdem verändert hat. Bisschen motivieren und auf geht's zum Rematch. Was nach bisschen Struggle Tsubaki natürlich für sich entscheiden konnte. Kollege tot, nette Worte von ihren Freunden und Ende. Kommen wir jetzt noch zu einem Ergebnis. Diese Staffel kommt mit 4 guten, 4 mittleren und 3 schlechten Folgen. 230 Folgen von Boruto sind jetzt vorbei. Könnte man die Story in 30 Folgen reduzieren, ohne etwas groß zu verpassen? Ja, auf jeden Fall.